Das Konzept der Schleife ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Was passiert, wenn wir die Zeile 29 einfach vergessen, also das NumLines++? Löschen wir die Zeile und führen das Programm erneut aus. Sie sehen jetzt nur eine einzige Linie. Die Variable NumLines wird nicht erhöht. Die Bedingung, dass NumLines kleiner gleich 7 ist, trifft jetzt immer zu und die Schleife wird daher unendlich oft ausgeführt. Das Programm bleibt somit in der Schleife stecken und der Rest des Programms kann nicht mehr ausgeführt werden. Es befindet sich dann in einer sogenannten Endlosschleife. Aus so einer Schleife gelangt man nur durch aktives Beenden des Programms. Machen wir das mal. Wir schließen das Sketchfenster und stoppen das Programm. Um das jetzt noch zu verdeutlichen, fügen wir den Befehl println Ende des Programms, der hier unten auskommentiert ist, ein und starten das Programm erneut. Und wieder die einzelne Linie und uns fällt auf, dass das Ende des Programms gar nie ausgegeben wird. Das Programm ohne der Endlosschleife würde diese Ausgabe liefern, da es nach der Schleife mit dem nachfolgenden Teil, also in diesem Fall dem println-Befehl, weitermachen würde. Das Programm mit der Endlosschleife liefert diese Ausgabe nicht, da dieser Teil gar nie erreicht wird. Meistens ist eine Endlosschleife ein unerwünschtes Verhalten, da sie den Programmfluss blockiert. Daher möchte man eben solche unabsichtlichen Endlosschleifen vermeiden. Wir müssen Vorsorgemaßnahmen treffen, die dafür sorgen, dass die Bedingung irgendwann einmal nicht mehr zutrifft und die Schleife dann beendet wird. Fachsprachlich sagen wir dazu, dass die Schleife terminiert. In den meisten Fällen werden sogenannte Zählvariablen verwendet. Es handelt sich dabei um ganz normale Variablen, die einfach nach ihrer Verwendung benannt werden. Sie werden bei jedem Durchlauf der Schleife hinauf oder hinunter gezählt. Damit lösen Sie dann die Abbruchbedingung aus, sobald Sie einen bestimmten Wert erreicht haben. In unserem Beispiel ist das die Variable NumLines. Sie wurde einmal in der Bedingung verwendet und dann innerhalb der Schleife mit jedem Durchlauf verändert bzw. hochgezählt, um zu gewährleisten, dass die Schleife irgendwann terminiert. Die zwei häufigsten Fehler, die zu einer Endlosschleife führen, sind eine falsche Bedingung. Zum Beispiel könnte bei uns die Bedingung NumLines größer minus 1 zu einer Endlosschleife führen. Oder zu vergessen, die Variable, von der die Bedingung abhängt, zu verändern. In unserem Fall haben wir das vorhin demonstriert, indem wir vergessen haben, eben die Zählervariable zu erhöhen.